Also herzlich willkommen zum Kreativteil. Ich freue mich schon, dass wir das gemeinsam heute machen können. Wir gestalten heute Schreibcollagen zum Thema Selbstfürsorge und Selbstliebe, denn diese beiden Themen sind uns bei der Schreibtour immer wieder in den Schreibcafés begegnet. Und für uns alle ist es ja so enorm wichtig, gerade bei den vielen Belastungen, die auch über die Nebenwirkungen kommen und von außen, gut im Innern für uns zu sorgen. Und Adax und mein Credo ist es eben, die Kraft der Kunst, und dazu gehören Bilder und aber auch Texte, so als Mittel zur Wandlung, zur Transformation einzusetzen. Und gerade wenn man Bilder und Worte kombiniert, kann was Neues entstehen und eine Tür sich öffnen. Ja, was bewirken wir damit? Wir können mit so einer relativ schnell zu machenden Collage aus Bild und Text uns helfen, an Ressourcen zu kommen, unsere Kraftquellen heranzukommen und mehr bei uns selbst auch anzukommen, um diesen äußeren Belastungen auch standzuhalten. Und heute sind wir hier, um die Farbe unseres Selbst zu erkennen. Wir werden uns also auf die Suche begeben nach einem besseren Verständnis des eigenen Selbst. Facetten, die dich ausmachen, bewegen oder leiten und dir vielleicht einen Weg eröffnen, wie du in Selbstliebe und Selbstfürsorge ankommen kannst. Wir sind ja jetzt hier in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten und es ist im Grunde schon ein Moment oder ein Akt der Selbstfürsorge, dass du dir Zeit genommen hast, hier teilzunehmen. Ich hoffe, das ist okay, in diesem vertraulichen Du zu sprechen. Das hat sich bewährt, das machen wir bei den Schreibkursen auch so, das ist dann quasi das Schreiber- oder Künstler-Du, das jetzt für den Moment gilt. Und diese Schreibcollagen zu generieren, das ist ein einfach zugänglicher Prozess. Wir werden also unserer Intuition folgend ausschneiden und kollagieren. Wahrscheinlich habt ihr auch alle Materialien schon da, die die Stiftung euch ja zugeschickt hat. Und das formiert sich dann einfach fast wie von alleine, weil wir mit Bildern und Symbolen arbeiten. Und im Prinzip eine gute Möglichkeit, jetzt mal was auszuprobieren und erste Erfahrungen damit zu sammeln. Du reichst also Bilder nach Anleitung aus und dann schreibst du ein paar assoziative Worte dazu. Und zum Schluss entsteht ein Text, eine Erkenntnis oder vielleicht auch ein neues Gefühl. Beim gesundheitsfördernden kreativen Schreiben, für das ich hier ja auch stehe, da ist es normalerweise so, dass man sich erst entlastet, dann nach Ressourcen sucht oder in einer Geschichte zum Beispiel erzählen lässt oder erzählen würde, wie eine Frau zu Selbstliebe und Selbstfürsorge kommt und das in einem Gedicht dann nochmal verdichtet. Hier bei unseren Schreibcollagen ist es eher so ein fließender Prozess, in dem Bilder und Worte. So, da gehen wir vor. Ganz praktisch zur Farbe meines Selbst. Was machen wir zuerst? Womit beginnen wir? Susanne, ich habe dich gerade nicht so gut verstehen können. Ich weiß nicht, ob du gerade angesprochen hast. Ich glaube, ich vermute es. Ja. Also vielen Dank erstmal auch an Elisabeth für die Vorstellung und auch an Susanne für die Einführung. Und ich verstehe das jetzt als Aufforderung, dass wir direkt beginnen. Damit würde ich jetzt auch anfangen. Ich würde nur voran noch ein paar Sätze sagen wollen. Das, was wir jetzt hier tun oder gemeinsam entwickeln, ist ein Prozess und es geht auch um diesen Prozess. Also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, welches Papier haben wir, welche Vorlage haben wir, mit welcher Zeitschrift arbeiten wir, mit welchen Materialien, Farben, Stiften, sondern es geht jetzt darum, dass wir gemeinsam etwas entwickeln, was man als Prozess nehmen kann und auch an einem anderen Ort, an einem anderen Zeitpunkt mit ganz anderen Materialien wiederholt. Und da hat ja Susanne gesagt, dass es um Selbstwert geht. Und Selbstwert ist sowas, was sehr einfach klingt. Wir sind aber sozialisiert mit dem Blick, dass wir ein bisschen immer gucken sollen, wie es dem Nächsten geht, dass wir respektvoll mit dem Gegenüber umgehen, dass wir sozial denken. Und eigentlich wird jede Bewegung in uns, die nach dem Selbst schaut, auch ein Stück als vielleicht Egoismus
gedeutet oder abgewehrt. Und da wollen wir jetzt ein Stück wegkommen von, denn es geht jetzt darum, dass wir das Gegenüber ja nur so sehr lieben oder schätzen oder respektieren können, wie wir das uns selbst gegenüber auch tun können. Und daher haben wir uns überlegt, Susanne und ich, möchten wir euch heute mit dem Thema des Selbst konfrontieren. Und wie gesagt, Susanne ist ja viel mit dem kreativen Schreiben unterwegs, aber auch hat ja ganz viele kreative Mechanismen, die sie einsetzt. Ich bin sehr im Bild denkend, was bedeuten soll, die Kraft von Symbolik und Energie von Farben ist so mein Bereich, den ich schätze, weil er präverbal ist. Das heißt, er spricht einen auch nochmal anderen Bereich an als das Wort, weil bis Worte entstehen, schon ganz viel in unserer menschlichen Entwicklung auch passiert ist. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir es heute zusammenbringen, das Wort, das Bild und die Farbe. Und da steige ich jetzt ein, nämlich mit dem ersten Schritt unserer Übung. Ihr habt ja quasi von der Stiftung zumindest diese Karte hier zugesendet bekommen mit einem Umschlag. Den Umschlag brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wenn ihr möchtet, dürft ihr diese Karte als Vorlage nehmen und darauf arbeiten, denn die Karte könnt ihr euch entweder irgendwo hinstellen, wenn sie fertig ist, oder auch in dem Umschlag versenden. Ja, es ist quasi, was wir jetzt schaffen, ist eine Art Übergangsobjekt, was man in die Tasche stecken kann, was man verschenken kann, was man sich hinstellen kann. Das ist aber nur eine Idee. Ihr könnt auch sehr gerne, wenn ihr wollt, und das werde ich jetzt machen, weil ich irgendwie gerne auch mit weißem Papier arbeite, ein DIN A4-Blatt nehmen, das falten. Fühlt euch da frei. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal die Lanze brechen für die Papeterien in Berlin, ohne dass ich da Aktien hätte. Aber ein sinnliches Erleben kann es sein, Papeterien zu erschließen und durchzugehen und haptisch wirklich zu gucken, was einen anspricht. Ich habe jetzt hier mal für mich, jeder von euch hat sich wahrscheinlich irgendwie Papier und Stifte zurechtgelegt. Ich habe hier jetzt bei mir die Jackson-Kreide, die kennt ihr sicherlich alle irgendwie noch aus der Schule. Oder ich habe hier die klassischen Buntstifte zu liegen. Also alles Materialien, wo ihr merkt, das spricht mich an, das ist schön. Ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, aber in der Papeterie ist eigentlich für jeden was dabei. So, jetzt würde ich mir wünschen, dass jeder von euch sich ein Medium gewählt hat, was die Basis unserer Arbeit heute bilden wird. Wie gesagt, bei mir ist es dieses DIN A5 weiße Blatt Papier. Und der erste Schritt unserer Arbeit wird es sein, dass ihr mal in euch reinfühlt und schaut, wenn ihr an eine Farbe denken würdet, an eine Energie, welche Farbe würdet ihr wählen? Und zwar nicht für eure Geschichte oder Vergangenheit, nicht für das, was morgen oder in der Zukunft kommt, sondern genau jetzt. Und da würden Susanne und ich euch jetzt so 3 bis 5 Minuten Zeit geben, einfach nur eine Farbe zu wählen und dann entweder diese Farbe auf euer Blatt oder eure Karte aufzutragen mit den Farben, die ihr habt, oder auch, heute bin ich zum Beispiel Anthrazit, Grau, Schwarz, habe ich mir überlegt, auch zu reißen und das dann auf die Basis noch nicht aufzukleben, aber schon so ein bisschen zu platzieren. Bei mir ist es heute das, weil ich schon einen langen Tag hinter mir habe, aber dazu laden wir euch jetzt ein, in den nächsten 3 bis 5 Minuten mal so zu suchen, welche Farbe ist es jetzt, gerade in diesem Moment, vor dem Computer, digital mit einer Dame, die euch hier beschallt mit irgendwelchen Ideen. Aber fühlt mal, ob da irgendwas rüberkommt oder ihr was spürt.
Dann kommen wir nämlich sozusagen zum B-Teil der Übung. Und zwar bitte ich euch jetzt, die Farbe nochmal anzuschauen und vier Worte dazu aufzuschreiben. Gerne auf einem Extrablatt, denn wir schreiben nachher noch ein bisschen einen längeren Text, der sich aus diesen Worten dann auch formieren wird. Vier Worte oder Halbsätze, Assoziationen dazu, was euch durch den Kopf geht. Ganz locker. Einfach nur aufschreiben. Mir scheint, wir können weitermachen. Gut, dann würde der nächste Schritt kommen. Ich versuche so zwischendrin ein paar, vielleicht nicht Anweisungen oder Auflockerungen mit Erklärungen einfließen zu lassen. Ihr wisst jetzt noch nicht ganz, wo der Weg hinführt, denn ihr kennt ja den ganzen Plan nicht, aber es wird letztlich, so habe ich es euch am Anfang gesagt, ein kleines Bild entstehen, etwas, was auch ohne das Wort stehen könnte, aber diese Wörter zu finden, zu denen euch auch die Susanne parallel immer wieder einlädt, ist ein paralleler Weg, der auch schön und wichtig ist, weil damit hat man beides kombiniert. Und dieser Weg, den wir jetzt gehen, da würde ich euch bitten, dass ihr mutig seid und ihn mit uns geht, denn ein wenig ist es, wenn man keinen Plan vorher kennt, eine neue Erfahrung. Und gerade darum geht es auch in den erlebnisorientierten Therapien, denn eine Erfahrung, die nicht bekannt ist, kann die Neuroplastizität unseres Gehirnes anregen und so zu neuen Verknüpfungen führen. Das ist ein Prinzip, welches in der Psychotherapie genutzt wird und in den MRT-Untersuchungen auch nachweislich dargestellt werden kann. Man kann sehen, welche Hirnareale sich verändern oder aktiver sind. Und wir wissen, dass Lernen bedeutet, dass wir neue emotionale Erfahrungen generieren. Und was wir versuchen hier mit euch ein Stück zu tun, was natürlich nicht so leicht ist über das digitale Medium, und ich kenne auch Susannes Arbeit, die sehr auch von der Wärme und der Empathie lebt, die sie immer mitbringt in die Kurse. Trotzdem bemühen wir uns auch auf diesem Weg, euch zu erreichen. Und ein Teil dieses Prozesses eben ist, dass ihr den vollen Plan nicht kennt. Und wir Schritt für Schritt da mit euch durchgehen und erwarten, dass ihr das macht mutig, worum wir euch bitten.
Ja, und an der Stelle auch nochmal Dankeschön, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ihr mitmacht oder dass ihr auch jeden Schritt geht. Und natürlich habt ihr alle Freiheit der Welt, auch zu sagen, okay, den Schritt möchte ich jetzt nicht gehen oder mir fällt jetzt einfach kein Wort ein. Und es ist auch gänzlich und völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt weitergehen in unserem Plan, dann wäre der nächste Schritt jetzt, ein Objekt zu suchen. Es geht hier um eine Personifizierung eures Selbst. Das bedeutet, entweder ihr habt vielleicht irgendwelche Zeitschriften neben euch zu liegen, irgendwelche, ich habe hier so ein paar Bilder oder so eine Zeitschrift, wenn ihr das habt, würde ich euch bitten, dass ihr beginnt, darin zu blättern und zu suchen, ob euch ein Objekt anspricht. Wie gesagt, geht es hierbei um die Personifizierung eures Selbst. Das heißt, etwas, wo ihr sagt, ja, das fühlt sich so an wie ich, das könnte ein Teil von mir sein. Das kann eine Person sein, es kann eine Frau sein, es kann ein Mann sein, es kann eine Blume sein. Es sollte aber etwas sein, wo ihr sagt, da sehe ich einen Teil von mir drinnen. Wenn ihr keine Zeitschriften zur Hand habt oder keine Bildchen oder was auch immer, dann versucht es zu malen oder anzudeuten. Reicht auch ein Schema. Es muss nicht ein Mensch sein mit Arm und Bein. Es muss auch kein Tier sein. Was darf es sein? Also fühlt euch frei, etwas zu finden, worin ihr euch widerspiegelt oder wiederseht. Und dafür habt ihr jetzt ein bisschen länger Zeit. Da haben wir jetzt bis zu 10 Minuten eingeplant. In der Zeit könntet ihr Zeitschriften durchblättern oder euch was überlegen, was ihr malt. Entweder wird das Gemalte dann auch aus dem Papier rausgerissen und das kann man später dann platzieren und kleben. Und wenn ihr es aus der Zeitung rausreißt, dann ja ebenso. Aber noch nicht aufkleben. Also erstmal nur auch platzieren. Dann beginnen jetzt die 10 Minuten.
So, dann wäre jetzt die Zeit um, wobei Susanne sich ja noch dazu gemogelt hat. Jetzt würde die Zeit beginnen, auch nochmal für die Wörter. Aber vielleicht haben die einige von euch jetzt schon geschrieben. Können wir vielleicht mal so einen Querschnitt machen und fragen, ob alle jetzt schon die Wörter mitgedacht und geschrieben haben. Oder ob ihr dafür auch noch mal etwas Zeit braucht. Das ist ja gar nicht so einfach, finde ich, Wörter zu finden. Es ist ein bisschen ein Switchen. Ah, hier sehen wir die Hände hoch, die schon haben. Jawohl. Gut. Ja, sehr schön. Mhm. Mhm. Okay. Ich würde jetzt einfach mal die Strategie fahren. Wenn jetzt jemand noch Zeit für Wörter braucht, dann soll er jetzt entweder die Hand heben oder einfach was sagen. Das ist ja hier ein ruhiger, überschaubarer Rahmen. Da kann man auch Wortmeldungen zulassen. Wenn jetzt keiner was sagt, dann würde ich jetzt weitermachen. Okay, also es sagt keiner was, dann gehen wir mal weiter. Also wir haben bisher die Farbe gelegt, also wir haben das Grundmedium gesucht, haben eine Farbe draufgelegt, haben jetzt eine Personifizierung gesucht oder versucht vorzunehmen, indem wir was finden, worin wir uns sehen. Und jetzt geht es darum, dass wir ähnlich wie in dem Schritt zuvor wieder uns auf die Suche begeben. Diesmal geht es aber nicht darum, wieder etwas zu finden, was auf unsere Persönlichkeit und unser Selbst passt, sondern wir wollen jetzt etwas suchen, wo wir uns vorstellen können, dass die Eigenschaften unser Selbst bereichern könnten. Also wir begeben uns jetzt auf die Suche erneut nach einem vielleicht Objekt. Es kann aber auch eine Situation sein. Es kann eine Umweltdarstellung sein. Es kann ein Muster sein. Es kann auch ein Tier sein. Etwas, wo wir sagen, entweder es spricht mich an, optisch oder aus meiner Geschichte heraus. Oder etwas, wo wir sagen, diese Eigenschaften wünsche ich mir, geschmeidig wie eine Katze oder gefährlich wie ein Geopard. Heißt, wir begeben uns jetzt nochmal auf die Suche und gucken, was uns ins Auge sticht, wo wir sagen, das berührt mich, das kann ich gebrauchen, das will ich mir aneignen, das könnte mir helfen. Und da auch das eine abstrakte Frage oder Aufgabe ist, würde ich uns oder euch oder uns, wir machen ja mit, auch nochmal 10 Minuten dafür in Anspruch nehmen. Und dann gucken wir mal, ob ihr die Wörter im Anschluss macht oder ob ihr die noch unterkriegt. Denn ich nehme an, Susanne, das wäre dein Anspruch an die Aufgabe auch. Ja, ich freue mich schon auf das Teilen. Aber ich übe mich in Geduld. Alles braucht seine Zeit. Okay, dann machen wir jetzt erstmal 10 Minuten also Suche und dann können wir uns nochmal den Wörtern auch. Okay.
Okay. Alles soweit, super, wunderbar. Und jetzt kommt der Moment, wo sich alles zusammenfügt. Ich lade euch jetzt dazu ein, dass ihr nochmal euer Bild betrachtet, eure Collage und dann übergeht zu den Worten und aus den Worten einen kleinen Text formiert. Da müssen nicht alle vorkommen, die ihr vorab gesammelt habt, aber vielleicht ein paar. Ein kleiner Text, der das verbindet. Und gerne könnt ihr damit anfangen, mit einem Anfangssatz wie, wenn ich meine Collage betrachte, dann spüre ich, dann fühle ich oder erkenne ich. Und das gibt euch sozusagen den Auftakt für einen vielleicht auch längeren Satz, in dem ihr zusammenfasst, was ihr auch jetzt ein Stück weit erlebt habt in diesem Prozess oder was ihr seht. Und überlegt euch bitte, ob ihr vorher jetzt die Collage tatsächlich zusammensetzt und klebt. Ja, ob ihr erst das Bild fertig macht und dann den Text. Oder ob ihr sagt, ich füge erst die Wörter zusammen und bilde einen Text und setze dann das Bild zusammen. Ja, die Reihenfolge ist euch überlassen, aber es sind zwei Prozesse. Einmal die Wörter zusammenführen und einmal die Bilder, die wir gesammelt haben, zu einem zusammenführen. Das greift dann so ineinander. Da geben wir euch jetzt auch noch mal 5 bis 8 Minuten. Ach so, obwohl es gar nicht mehr so nicht viel so lange Zeit. Vielleicht. Weil wir wollen es ja noch angucken. Gut, dann maximal 3 Minuten. Ist jetzt radikal gerade runtergekürzt worden. Aber geschrieben habt ihr ja wahrscheinlich auch viel. Jetzt geht es wahrscheinlich ums Zusammenfügen und Kleben. Aber ich glaube, der Hauptprozess in euren Köpfen und in dem Erleben ist passiert. Thank you.
ich wäre dafür, wenn alle so weit sind, dass wir nacheinander, lass mal schauen, wir sind mittlerweile 19. Von den 19 sehe ich jetzt hier nicht alle, aber einige im Bild, dass die, entweder die mit Bild nicht dabei sind, sich dann noch einschalten, und ansonsten die mit Bild da sind, ihre Werke in die Kamera halten. Und Susanne, wie möchtest du das mit dem Text dazu? Ja, ich freue mich natürlich über Freiwillige, die ein bisschen lesen wollen, damit wir den Prozess dann einfach noch so nachverfolgen können. Ja, ihr habt hier quasi so eine Art Lesebühne und könnt euch damit vorstellen. Also herzlich willkommen dazu. Und ihr dürft auch gerne, wenn ihr euer Bild nur zeigt, ihr könnt euch das aussuchen, ihr könnt lesen, ihr könnt nur das Bild zeigen, ihr könnt was zum Bild sagen, wenn ihr das wollt. Fühlt euch da frei, denn auch dieser Austausch im Anschluss des Prozesses oder der Arbeit gehört zu einem neuen Schritt des Erlebens und sich Zeigens. Ja, sehr schön. Umso schöner, dass dann noch sich Leute trauen, sich zu zeigen und dazu zu kommen. Oh, das oder ist schon die erste. Bettina, dann fangen wir doch mal mit dir an. Magst du vielleicht dein Mikro freigeben? Du hast gerade eine Sache gezeigt. Zeig mal nochmal, weil es ging jetzt sehr schnell. Also ich kann noch nicht zum Kleben. Ich habe jetzt erstmal den Text geschrieben. Aber ja, also meine Farbe ist gelb, wie man sehen kann. Was mich, wo ich mich mit identifizieren konnte, das gehört leider nicht mir, deswegen kann ich es nicht ausschneiden. Es ist auch ein Pferd. Das liegt jetzt auch daran, dass ich gerade eine Woche Reiterurlaub an der Sonne gemacht habe. Was für mich einfach reines Glück, Wärme, Schweben und Leichtigkeit bedeutet hat. Das finde ich auch schon mehr oder weniger mein Text. Genau, mit Pferden spiegel ich mich drin, weil Pferde ist Laufen wichtig. Für mich ist Bewegung auch wichtig. Nicht im Sinne von Leistungssport, aber einfach gehen, joggen, soweit es meine Achillessehne erlaubt. Wie Pferde bin ich halt auch sensibel, manchmal ängstlich. Ich finde aber manchmal auch stark, weil, ne, so wie wir irgendwie alle haben wir eine Menge ausgehalten. Und ich fühle mich einigen wenigen wichtigen Menschen auch sehr treu verbunden. Also wenn man die Freundschaft eines Pferdes hat, dann hat man die auch. Was mich ergänzt, was mir auch ein bisschen fehlt, auch das konnte ich nicht ausschneiden, weil es nicht mir gehört. So ein Berg, den habe ich versucht zu malen. Okay. Ist die, ja, das ist nicht so gut. Das ist die, aber man kann sehen, die Ruhe. Also ich bin ein bisschen umtriebiger, hektischer Mensch. Die Sicherheit, die Stabilität und auch die Weisheit, was für mich so ein Berg, wenn man wirklich mal so einen freistehenden Berg in der Natur betrachtet, für mich ausstrahlt. Wunderbar. Vielen Dank. Das Leuchten kommt hier an. Die Leichtigkeit und die Helligkeit. Bettina, meinst du denn, du kannst das Ganze in eine Form bringen, dass du es zusammenbringen kannst, damit du eins daraus machst? Vielleicht sogar auf einem noch größeren Papier, auf einem Poster? Ja, ein Pferd, das ich hier, wo habe ich? Durch die Sicherheit, die Weisheit der Natur geborgen fühlt und zur Ruhe kommt. Durch die Sicherheit frei schwebend galoppieren kann. Ja, das wäre schön. Ich glaube, wenn du diese Facetten, die ja alle Teile deines Selbst sind, ein Stück zusammenführen könntest, würde das, glaube ich, was auch was sehr Befriedigendes und Befriedendes. Ja, vielen Dank. Das war ein schöner Einblick und sehr energetischer Einstieg mit dem Gelb. Dann gehen wir weiter. Ich sehe jetzt Helena als nächstes.
Helena, ich glaube, dein Mikrofon ist noch aus. So, jetzt könnt ihr mich hören, ja? Ja. Okay. Also mein Element ist die Erde mit ihrem Rhythmus. Das kann ich hier so zeigen, das habe ich gemerkt. Ich meine die ganze Erde. Und meine Farbe war das Violett. Das war als erstes. Und die Erde mit dem vielen Wasser und dem Rhythmus kann mich auch unterstützen. Und im Laufe der letzten Monate, wo ich auch krank gewesen bin, ist bei mir ganz viel Dankbarkeit gewachsen. Also ich kann viel besser dankbar sein als früher. Und ich wiege mich in Selbstsicherheit. Also ich bin mir meiner selbst sicher geworden die letzten Wochen und Monate. Allerdings habe ich sehr, sehr viel getanzt. Deshalb ist, was mich unterstützt auf der Erde, eben auch die Musik und mit der Musik verbunden das Tanzen. Das ist das, was mir hilft und mich unterstützt. Ja, und das bringt mich dann auch zu Freude und Leichtigkeit. Bringt mir Freude und Leichtigkeit. Also das habe ich als Erfahrung gemacht. Da ist noch ein Schmetterling. Unten. Ja, genau. Der steht da eigentlich für den Wandel. Also ich glaube ganz fest an den Wandel. Das alles lässt sich wandeln. Und alles ist ständig im Wandel. Dafür habe ich diesen wunderschönen Schmetterling ausgeschnitten. Also der Wandel, der bezieht sich auch auf menschliche Beziehungen, die mir natürlich auch sehr, sehr wichtig sind in dieser Zeit. Also ich bin mir selbst wichtig, aber Beziehungen zu anderen Menschen sind mir auch sehr, sehr wichtig. Ja. Sehr schön. Danke euch. Für das ihr das jetzt angeguckt habt. Ja, hier, die Musik, die passte da nicht mehr drauf. Also die Musik finde ich auch sehr verbindend. Also ich kann mich selbst mit der Musik verbinden und sie verbindet Menschen und sie ist unendlich. Genau wie die Erde eigentlich auch. Ja. Schön. Und darf ich fragen, Helena, welchen Tanz du praktiziert hast? Five Rhythm heißt das. Five Rhythm Dance. Aha. Vielleicht kennt es jemand von euch. Das gibt's ja, das habe ich ganz viel gemacht, weil ich ja jetzt die ganzen Monate konnte man ja nicht raus und das konnte ich alles online machen. Das war eigentlich, hat sich dann sehr gut für mich gefügt, dass ich das so gut machen konnte. Toll. Also ich kenne diesen Tanz nicht, aber ich werde den googeln. Ja, das ist, also gibt es ganz viel in Berlin. Aha. Ist es ein Paartanz oder ein Nein, es ist sozusagen, es hat auch was Meditatives. Also wird in 5 Rhythmen getanzt, man tanzt barfuß und in lockerer Kleidung und man durchtanzt 5 verschiedene Rhythmen. Das heißt also, da ist ja auch die Musik, spielt da auch immer eine sehr große Rolle. Also ich habe jetzt auch so gemerkt, wie wichtig die Musik ist, auch heilsam. Auf jeden Fall. Ja. Ja, schön. Jede Art von Musik. Ja, sehr schön. Toll. Gut. Okay. Danke. Danke fürs Teilen. Euch auch. Auch danke, dass ihr das mit uns so durchgeführt habt. Gerne. Schön, dann würde ich bei mir, Susanne, entschuldige, aber jetzt würde ich gerne Nives rannehmen, weil Nives kommt direkt neben Helena und ist ja nun die im Kreise, die auch diesen Tanzstil kennt. Dann würde ich gerne, du kannst danach weitermachen, Nives hören. Ja, ich möchte erstmal sagen, dass ich mich auch so beschenkt fühle über alles, was ich jetzt so sehe, wie ihr das macht und was ihr alle gemacht habt. Ich bin ja in Istrien und ich habe gar keine Collage hier. Deswegen habe ich das alles so auf eine sehr eigene Art und Weise gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt, aber ich habe jetzt einfach nur ein Foto, was ich gestern gemacht habe. Vielleicht könnt ihr das sehen. Das kann man wahrscheinlich sehen. Wow. Ich glaube, das ist besser als eine Zeitschrift. Bitte, ja. Darum war meine Farbe orange. Ich hatte jetzt ja nun keine Collage.
Ich habe dann getextet. Also soll ich das vorlesen oder soll das Forum nicht lieber für andere sein, die das noch nie gemacht haben? So, die jetzt das erste Mal dabei sind. Nein? Okay. Ich habe dann halt die Wörter für diese Farbe Feuer, Energieball, wärmend, Explosion. Und da habe ich getextet Feuer des Lebens, heißer Energieball, wärmend, versengend, lebensschenkend, sich selbst zerstörend, in letzter großer Explosion. Heute bist du friedlich ins Meer getaucht und hast uns diesen orange glühenden Himmel hinterlassen. Und dann habe ich mich versucht am Malen, das ist, wie du siehst, wie ihr alle seht. Ich liebe Schreiben, aber ich male eher so Comicfiguren, obwohl ich Collagen toll finde. Schwalbenflug spielt und tanzt. Schwalbenflug über den Wellen des Meeres spielt und tanzt mit Wind und Wellen, ist der Text dazu. Und weil ich ja immer im Moment bin, da wo ich gerade bin, ist das Thema Wasser auch das nächste. Flüssig, veränderbar wechselst du deine Form, wirst Dampf oder Eis und bleibst doch immer du, ob aufgelöst oder unsichtbar. Leicht getragen liege ich auf dir, lausche den schlürfend plappernden Geschichten deiner Wellen, wie gern wäre ich ein Aerosol von dir. Es ist das Thema der Verwandlung des Tragens, Getragenswerdens und ja, sich auflösen, aber doch immer in irgendeiner Form da sein. Also weil mich natürlich naturgemäß die Endlichkeit und die eigene Existenz jetzt mit meiner Geschichte auch sehr beschäftigt und auch ein Frieden, also so eine Einheit. So, das ist, was ich dazu beizutragen habe. Ja, und Nives, ich glaube auch das Malen, du hast so gelacht, als du das gezeigt hast, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass du das gemacht hast. Du sagst, für mich ist das Wort das, wo ich mich wohlfühle, und du hast uns ja auch ein Buch präsentiert, was du veröffentlicht hast. Offensichtlich ist das was, was du gerne und gut machst. Aber gerade, dass du es diesmal anders auch gemacht hast und einen anderen Pfad wählst, ist, glaube ich, das, was auch auf neuronaler Ebene wichtig ist. Weißt du, weil es eben ein bisschen die Komfortzone verlässt, um etwas zu machen, was dann sich doch mit deinem Text aber letztlich verbinden kann und dem Foto, weil es hat ja durchaus auch Bezug, auch wenn du die Medien gemischt hast, dieser Schwalbenflug und das Bild, da ist ja der Himmel sehr prominent und der Horizont, und das passt ja auch gut zusammen. Insofern ist das, glaube ich, auch eine interessante Mischkalkulation, würde ich fast sagen, die hier aus dem digitalen Medium erwachsen ist, die interessant ist auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke euch. Dann meldet sich Doris. Dann würde ich jetzt weitermachen, weil ich habe auch orange gewählt. Ich halte mal hin, mal schauen, ob man das sieht. Es sieht gar nicht, na, vielleicht muss ich es falsch schauen. So rumhalten. So, weiß nicht, ob man eigentlich kurz so. Es ist ein schwarzer Untergrund und ich habe mit orangem Stift angefangen, der war aber nicht so deckend. Also diese Spirale ist orange. Mhm. Ich habe aber noch anderes mit reingemischt. Und mir sind so ein paar Sachen, haben mich angesprungen. Also unten sind zwei so im Wasser. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann, die da so tiefenentspannt liegen. Und da ist mir dieses Ausgebüxt dazu eingefallen, einfach mal sich hängen lassen und raus aus dem ganz Normalen. Dann drüber sind diese hässlich umstrickten Wärmflaschen, Handarbeit steht da dabei. Handarbeit, also ich mache sehr gerne was mit meinen Händen, deswegen habe ich Handarbeit geschrieben, nicht unbedingt stricken, sondern an sich arbeite ich auch gerne so richtig schweißtreibend, also weiß ich nicht, Wurzeln ausgraben oder sowas. Mache überhaupt gerne was händisch, was im Moment eher ein bisschen schwierig ist, weil die Kraft nicht reicht.
Und oben ist diese eine Frau, die da so sinnlich an der Erdbeere oder ich weiß gar nicht mehr, oder Himbeere, auf alle Fälle an irgendeiner Frucht. Das ist so was Genussreiches und drunter dieser schillernde Fisch, der so fast paradiesisch ist. Ja, das sind vielleicht so ein bisschen zu den Bildern. Und bei den Orange hatte ich auch ähnliche Wörter, Feuerkraft, verdichtet und energetisch. Zu meinem Selbst hatte ich, das habe ich irgendwie nicht mehr aufs Bild gebracht, da war die Zeit zu kurz. Zu meinem Selbst hatte ich Freiheit, Wärme, Wunder und Genuss. Und was bereichert mich? Gutes Essen, Nähe, Kontakte, Spaß und Humor. Ja, das war's. Toll. Ja, und weißt du was? Ist ja interessant, dass gerade als du dein Bild so hochgehalten hast, die Libelle sich so eingefügt hat, als ob sie dazugehört, aus unserer Perspektive. Weißt du, wir haben ja nicht so viel Dimensionalität im Bild und die Libelle saß so obendrauf. Jetzt war sie doch. Da sind noch mehrere sogar. War sie doch noch dabei in deinem Bild? Irgendwie, ja. Bist du auf dem Kopf, ja? Auf dem Kopf, ich weiß nicht. Naja, ja, gut. Geht weiter an die nächste. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke auch für euer Angebot. Gerne. Susanne, jetzt darfst du. Ich soll auch. Na, ich mache ganz schnell. Ich habe, seht ihr das? Nee, man sieht es nicht aufgrund des Hintergrundes, wenn du den aufhalten kannst. Genau, ich bin ja gerade hier in Österreich. Den machen wir jetzt mal ganz schnell weg. Wenn der weg ist, genau. So, jetzt könnt ihr, glaube ich, sehen. Also die Farbe meiner Seele ist grün und das Symbol, da habe ich diesen etwas brockenartiges Fels gewählt und unten drunter sind die Bergschwestern, das erzähle ich euch gleich. Also, wenn ich mein Bild betrachte, erkenne ich Licht und Schatten. Die Farbe meiner Seele ist grün gepunktet, maseriert von meandernden Wegen, die durch sie führen, vielleicht die Spur von Menschen, die in meinem Leben vorkommen. Der starke Felsbrocken, der meine Identität symbolisiert, steht nicht in der Brandung, sondern wie für die Ewigkeit gebaut auf solidem Boden. Was ich gebrauchen kann, sind meine Bergschwestern, die gemeinsam mit mir eine Einheit bilden. Sie sind beschienen von einer ewigen Sonne, die an alle zerklüfteten Stellen heranreicht und das Eis zum Schmelzen bringt, uns wieder durchlässiger macht. So, genau, das war hier einfach nochmal. Ja. Kollagieren und texten, wie schön. Sehr schön. Dann vielen Dank, Susanne. Dann würde ich mit Angela weitermachen. Die kommt bei mir als nächstes. Ja, ich habe, weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, kann man. Also das fing an mit dieser Struktur, mit diesem ja, verrückten Haus, also einer verrückten Struktur und verrückten Muster. Und dann habe ich, ja, das ist hier so ein bisschen zu, also spiegelt sich ein bisschen in der Hand, also so aus dem Schatten heraus die Suche nach einer Verbindung oder auch Hilfe durch andere. Und als letztes halt dieser Ballon, also der Mut oder so in die Lüfte zu gehen oder auch ja, abzuheben. Wegzukommen von, ja, von der Krankheit und von der schwierigen Situation. Also mit Worten habe ich es nicht so, ich kann das nicht so gut in Worte fassen, aber. Aber dafür ist ja die Übung auch ganz gut. Sag, ja. Darf ich dich eine Sache fragen? Ja. Dieses in die mutige sich in die Luft begeben, ja. Und bedeutet es auch ein sich entfernen von der Hand? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ja, aber sowas, aber eigentlich traue ich mich nicht, so in so einen Ballon zu setzen und einfach loszufliegen. Ja, weißt du, vielleicht hast du es nicht bewusst nachgedacht, ja. Aber meine Idee war, dass es ging ja jetzt um Selbst und Selbstliebe und du hast eine Hand eingebracht,
und die Sehnsucht und den Wunsch nach Hilfe und vielleicht einem bestätigenden, hilfreichen Objekt im Außen, was unser aller Sehnsucht ist, nach der helfenden Hand. Und hast aber unbewusst das Ganze aufgelöst, indem dein mutiges Objekt davonschwebt, dieser Hand entschwebt quasi. Okay. Was ich auch eine schöne Deutung finde, als bräuchtest du die gar nicht. Als ob es schön ist, dass sie da ist, aber es geht um was ganz anderes, um diesen Mut. Und es hat ja auch was sehr Ästhetisches, finde ich, dieses pastellfarbene Gebilde, was sich so erhebt und so mutig ist. Also wäre vielleicht auch noch eine Deutungsmöglichkeit. Okay, ich werde drüber nachdenken. Dankeschön. Aber fand ich auch toll. Und auch die, also ich habe im Anfang immer gesagt, als ich krank wurde, ich will gar nicht mit Worten arbeiten, aber ich, also manchmal traue ich mich dann doch. Und ja, das muss ja nicht irgendwie künstlerisch wertvoll sein, sondern muss mir ja was bringen. Ne? Ja, ist es aber. Und wir freuen uns, dass du dich traust. Dankeschön, ja, auch für euer Angebot. Danke. Schön, dann gehe ich mal weiter zu Susanne Haas. Susanna, entschuldige. Hallo. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Zeigt es, ich hoffe, es fällt nichts runter, weil ich habe das alles ein bisschen gerissen. Ich habe zuerst ganz viele weiße Schnipselchen auf den Karton draufgelegt. Ich mache immer ganz gern den Vergleich mit meinen Zellen, weil ich meinen Zellen manchmal so ungnädig bin und die sind eigentlich total schön weiß. Ich bin zurzeit gesund und das finde ich eigentlich total schön. Und die habe ich am Anfang auch immer geordnet, wie ihr gesprochen habt, mit einem Stift immer ganz penibel nebeneinander gelegt. Das fand ich auch sehr schön. Und wie es dann ums Kleben ging, habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir aber ganz gut, wenn das auf einmal ganz, ganz wirr wird und die ganz, ganz irr sind. Ich habe mich dann verglichen, ich habe das alles gerissen, da bin ich ja schon darauf aufmerksam geworden, mit einem Korb, den habe ich hier hingeklebt. Und in den Korb habe ich verschiedene Dinge hinein projiziert, die ich ausgerissen habe. Ich liebe meinen Garten, meine Rosen. Ich finde die Schönheit der Rosen zurzeit sehr schön und die können eben auch genauso trügerisch sein wie meine Zellen, verbunden mit Stacheln und so weiter. Das sind diese rosanen Teilchen hier. Aber ich liebe eben zurzeit die Buntheit. Ich finde es total spannend mit dem Online. Ich tanze gern, ich singe gern, ich mal, ich weiß der Geier, was ich alles mache. Und diese Buntheit, die mich so staunen und die das alles so spannend macht, die habe ich versucht, in diesen ganz vielen bunten Dingen hier in den Korb rein zu projizieren. Und das kann ich dann wieder rausnehmen. Und das finde ich dann auch so, ja, finde ich einfach jetzt so schön. Fand ich die Idee recht witzig mit diesem Reißen. Und darum habe ich das jetzt ein bisschen anders gemacht. Also das ist meine Collage. Schön, sehr schön. Ganz interessant, was ganz, ganz Neues. Und du hast das Grün von der Vorlage auch. Ja, ich habe die Karte genommen, die ihr mir netterweise zugeschickt habt. Ja. Schön. Vielen herzlichen Dank. Ich finde das ganz toll. Ich muss auch ganz schnell noch was anderes sagen. Ich fand auch das beim letzten Mal sehr, sehr schön. Und da habe ich nämlich auch ein ganz schönes Bild dann daraus gemalt von dieser Tao-Kalligraphie. Das fand ich auch total schön. Also ich finde es ganz toll, dass wir uns auf dieser Ebene treffen. Ich wohne in Bayern, also ganz weit weg von Berlin und ich würde sonst nie da dazukommen. Aber das finde ich einfach total schön, dass wir uns jetzt auf so eine Ebene austauschen können und kennenlernen. Also vielen herzlichen Dank. Ich bin sicher wieder mal dabei. Dankeschön. Schön, wir freuen uns. Danke auch. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt mal, es tut mir leid, dass ihr jetzt so als Letzte seid, aber ich habe jetzt hier noch Mama und René. Das ist das, was ich sehe. Ich würde jetzt mal Mama das Wort, weil es einfach bei mir als Nächstes kommt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, Natalia, nochmal. Sorry. Das haben meine Kinder mir eingerichtet und wir treffen uns über Zoom regelmäßig zum Kochen. Also ein Kind wohnt in Freiburg, anderes also auch in Paderborn, weit weg von Berlin, wo ich jetzt bin. Ja, sie haben mir Zoom eingerichtet und wir treffen uns einmal die Woche zum Kochen. Kochen wir zusammen was über Internet. Ja, Oh.
Ja, was ich mir vor kurzem zugelegt habe, ist ein Hund. Ich bin seit 2015 also krank. Ich habe mir jetzt meinen Traum vor kurzem erfüllt und habe jetzt einen Hund. Und ich bewege mich sehr gern in der Natur. Und sie ist meine Freundin, die mich so immer gern und voll Liebe und Energie begleitet. Und aufwachen ist immer eine Vorfreude, was Glück bedeutet. Also rein psychologisch finde ich, also Vorfreude ist Glück. Ja, und was ich dazu geschrieben habe, also meine Farbe ist Blau und Luft und alles, was Weite und Lustigkeit, alles, was damit zusammenhängt. Meine Wörter waren Sonne, Energie, Hoffnung und Bewegung. Und daraus kam nach der tiefen Nacht, Sonne berührt und ruft, Energie fließt aus meiner Mitte der Sonne entgegen. Hoffnung leuchtet in mir auf, vor Freude auf Bewegung ist Glück. Die Sonne und Liebe wärmt und vertreibt die Dunkelheit der Nacht. Der nächste schöne Tag fängt an. Ja, das ist, was mir so eingefallen hat. Sehr schön. Ja, der ist ja auch ja. Ein Mensch, der mit dem Hund umhält. Ja. Und die Erde ist auch so plastisch und schön, weil es wäre ganz viel Basis da. Ganz, ja. Ganz beruhigend. Ja, das beruhigt auch. Ja, ich habe auch einen Garten und Blumen. So, aber das, was mich jetzt besonders aufbaut, sind ausgedehnte Spaziergänge, ja, gleich vor der Tür, in der Natur, Felder und. Ist das in Berlin? Nee. Klado. Hm? Klado. Ja. Okay. Mhm. Schön. Ja. Ja, vielen Dank. Toll. Wie heißt der? Dann wollte ich unbedingt Danke sagen für alle, die das ermöglichen. Großartig, das finde ich großartig. Wenn man Tanzkurs ermöglichen kann, also da kann ich Frau Kramberger gleich sagen, ich bin für Tanzen. Schön. Hey. Toll. Wie heißt der? Wie heißt der? Emmy. Das heißt Emmy. Emmy. Schön. Ja, vielen Dank, dass Sie auch Emmy kennenlernen durften. Toll. Schön. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt. Ja, danke auch fürs Teilen. Und dann würde ich jetzt René einladen, nochmal zu teilen, was du gemacht hast. Hallo? Hallo? Ja, hallo, also ich bin Franke, der Computer ist von meinem Sohn, der heißt René. Also deswegen wundere ich mich immer, aber deswegen steht René wahrscheinlich da, ne? Genau, und meine Collage ist diese hier. Ich mag seit neuestem Pink. Vorher war ich immer in Grau, Schwarz und nach der Erkrankung ist meine neueste Farbe ist Pink. Ich habe pinke Ohrringe, ich kaufe mir pinke Taschen. Ich bin irgendwie so ein ganz pinkes Mädchen irgendwie geworden und sage mir, für mich steht auch hier immer ein zweites Leben. Das hat mich angesprochen und im Gleichgewicht. Und die Frau ist das, was ich für mich empfinde, die Arme aufzumachen für das Leben, was einem geschenkt wird, das zweite Leben. Und hier oben ist, weiß ich, ob man das sieht, die Hand, die alles so ein bisschen ins Gleichgewicht bringt. Und wir sind sozusagen beim Machen der Reihe nach so Wörter, also sind eigentlich gekommen wie Fröhlichkeit, Lebensfreude, Hoffnung, Energie, Kraft, positive Gedanken, Leichtigkeit, Durchatmen, bereit sein, raus ins Leben, einfach sein, Ängste loslassen, Kontrolle abgeben, mehr Vertrauen, mehr Zeit nehmen, Stress reduzieren, auf seinem Körper hören, Ruhepausen einlegen
Und zum Schluss kommt dann einfach noch das Dankbarkeit. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das heute so für mich selber so aufzuschreiben und dann so, dass das zum Schluss dabei rausgekommen ist. Vielen Dank für alles. Sehr gerne und vielen Dank auch fürs Teilen. Ich habe, vielleicht zeige ich meins auch nochmal abschließend und dann würde ich auch nochmal gerne was zu allen Werken sagen. Ich habe das hier gemacht, meine Farbe war Anthrazitgrau tatsächlich heute, weil ich mich so nach Ruhe gesehnt habe und dann habe ich diese Wissenschaftlerin gefunden, die sehr fokussiert und konzentriert an ihrer Geschichte arbeitet und habe auch dann als bestärkendes, mich unterstützendes den Berg am Hang einer Teeplantage gefunden, der quasi meine transgenerativen Wurzeln auch nochmal aufgreift mit dem Tee, weil meine Familie auch Tee angebaut hat und gleichzeitig sehne ich mich da auch nach der Ruhe dieses Symbols des Berges. Und da würde ich gerne auch nochmal euch sagen, dass die Arbeit, die ihr im Prozess gemacht habt, vielleicht in der Form erst möglich geworden ist, weil ihr hier alle zusammen wart und wir zusammen, auch wenn digital, irgendwie doch verbunden waren. Und mein Bild, was hier sich ja sehr in schwarz-grau präsentiert, war nur deswegen möglich, weil ich neben mir die ganze Zeit meine Farben hatte. Ich habe sie euch eingangs gezeigt, bei mir liegt es hier ganz bunt. Und das, finde ich, gibt auch Kraft, anders sein zu dürfen und sein zu können, ohne sich Sorgen zu machen, welche Farbe, welche Form, was habe ich da eigentlich gewählt. Und auch dafür wart ihr der Kelch, die Basis, dass das möglich ist, weil man fühlt sich doch gehalten und in einem Gefüge immer noch mal potenziert stärker. Also so geht es mir, so muss es euch nicht zwingend gehen. Aber interessanterweise kam das Motiv des Berges häufig vor, bei einigen von euch. Auch das Motiv des fliegenden Geschöpfes, des Vogels kam bei einigen vor, Luft, das Element. Und die Energie der Farben war da, sodass wir irgendwie, trotzdem jeder sein eigenes gemacht hat, sehr verbunden waren, auch in der Symbolik der Bilder, was ich interessant finde. Ja, überhaupt vielen herzlichen Dank, dass ihr so offen wart und mitgemacht habt und euch gezeigt habt. Und das war für uns auch sehr schön, ne, Adak? Das klang ja aus deinen Worten schon heraus. Ja, ein ganz großes Dankeschön, auch von meiner Seite an euch alle, dass ihr so offen wart. Und auch an Elisabeth, dass sie das so schön organisiert hat und dabei war hier. Musik